Nachhaltigkeit forcieren, Dekarbonisierung vorantreiben und der Umstieg auf erneuerbare Energien. Das Finanzamt in der Stadt Salzburg wird ans Fernwärmenetz der Salzburger AG angeschlossen. Für dieses große Projekt ist eine Fernwärmeübergabestation nötig. Die Fernwärmeübergabestation, die kommt von Deutschland aber, ist gefertigt worden von der Firma Bevo. Wir haben genau die Stationsdetails mit der Firma abgestimmt und sie haben es dann oben in Deutschland gefertigt. Die Station wird in 5 Teile angeliefert, wo jedes Teil ungefähr 270 Kilo hat. Sprich, wir reden von einem Gesamteigengewicht von 1,3 Tonnen. Und die Station hat die Abmessungen ungefähr in der Länge von 5,50 Meter, von der Breite von 2,50 Meter und von der Höhe 2,20 Meter. Bei einer Fernwärmeübergabestation wird der von außen kommende Wasserkreislauf vom Vorlauf in den hausinternen Wärmespeicher geführt und gelangt über den Rücklauf zurück zum Erzeuger. Wir arbeiten hier bei diesem Projekt sozusagen Operation am offenen Körper. Das heißt, wir instand halten während des laufenden Betriebs. Da ist es auch immer besonders wichtig, eine ausreichende Vorplanungszeit zu haben. Ich sage immer, wo gehobelt wird, fallen Späne. Natürlich gibt es Leitungsrechte, Grabungsarbeiten. Irgendwann kommt der Schremmhammer, irgendwann wird angeliefert, so wie auch heute. Da wird es laut, die Parkplätze sind verstellt etc. etc. Wir sind alle erfahrene Partner, haben diese ganzen Parameter in einer Vorplanungsphase bereits abgeklärt, um auch jetzt schon fristgerecht quasi diese Übergabestation zu montieren, sodass wir jedenfalls davon ausgehen, dass wir im Herbst, wo die Heizperiode beginnt, hier das Finanzamt Salzburg mit grüner Energie der Salzburger AG versorgen können. Wir haben vor, in den nächsten 2 Jahren mit der Salzburger AG 5 weitere Projekte hier in der Stadt Salzburg zu machen, um in erster Linie unsere Gebäude im Bundesland Salzburg mit grüner Energie versorgen zu können. Die Umstellung von Gas, Öl zum Beispiel auf Fernwärme oder erneuerbare Energien wie Wärmepumpen oder Pellets spielt momentan, glaube ich, einen sehr großen Wert in der Gesellschaft. Wir können uns jetzt mit diesem Projekt 240 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr einsparen und das ist eigentlich wieder ein sehr großer Schritt in die Richtung für die Dekarbonisierung fürs Land Salzburg. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at.